Minecraft, willkommen zurück bei Minecraft Sky Factory. Diesmal habe ich auch wieder das Mikrofon an. Das war letztes Mal wirklich unglaublich. Ich habe wirklich zwei Folgen aufgenommen, ohne irgendwas zu merken. Das wird mir so schnell nicht mehr nochmal passieren. So, zum Allgemeinen, wir haben hier nochmal einen Sand rein, der zu Dust wird. Ja, wir hauen jetzt nochmal ein bisschen Dust durch. Wir haben hier diverses Zeug schon durchgehauen. Oh, da ist sogar schon wieder ein Baum gewachsen, habe ich gerade abgeholzt. Und wir haben hier Obsidian. Und mit dem Obsidian werden wir jetzt endlich mal den Schritt in die Zivilisation wagen. So, wir kommen jetzt das erste Mal auf die Mittelplattform. Was ist das? Ja, duckt. Aha. Ist ja interessant. Heide, nein. Bringt uns automatisch zu Mephisto, wenn das jetzt klappt. Rup. Ha, das ist ja geil. Das ist cool. Ich frage mich, wer das gemacht hat. Das ist cool. Braucht halt eine Weile. So. Dieses Projekt hier ist von Mephisto und von Shadow und so. Die haben hier riesig zusammengebaut. Das sieht cool aus. Ich hoffe mal, mir passiert hier nichts. Die haben da eine Burg reingebaut. Das gefällt mir, weil so ähnlich will ich ja auch bauen. Also ich will auch so burgmäßig bauen. Was halt nicht passt, ist dieser Betonklotz da. Ja, überhaupt nicht. Bei Nym wollte ich auch mal vorbeischauen. Da habe ich nämlich im Internet, bei dem habe ich auf der... Ja, das ist gar nicht mal so schlecht gebaut hier. Also bei Nym habe ich gesehen, dass der interessant gebaut hat. Da werden wir gleich noch reingucken. Hier war noch irgendwas. Da muss ich das Zeug irgendwie reinlegen für diese Portale. Ich habe gar kein Schild. Ist egal. So, wir gehen zu Nym. Ich hoffe mal, da komme ich einfach rein, ohne dass mir irgendwas passiert. Ne, komme ich nicht. Da ist abgesperrt. Egal. Wir gehen wieder zurück. Wo bin ich? Warum stehe ich da nicht drin? Oder bin ich das? Ne, das habe ich jetzt natürlich keine Ahnung. Na, warte, wir können zu meinem Nachbarn gehen. Das war... Der ist auch nicht drin. Okay, dann müssen wir halt laufen. Was ich auch gesehen habe, ist, dass die Plattform neben mir, das komplette Teil wurde eliminiert. Ich weiß nicht, ob das von meinem Eddy war. Das war nämlich leider der hier den Server Crash verursacht hat. Und dieses Areal, welches hier ist, auf der linken Seite, das hier wurde komplett gelöscht. Ja? Warum? Weiß ich nicht. Aber ich nehme an, das war, weil der doof gebaut hatte. So, wir machen jetzt hier genau dasselbe wie die anderen auch. Wir gehen hier nämlich nochmal ein. So. Das ist ein bisschen schöner. Gut. Das
war's jetzt erstmal. Genug von der Plattform gesehen. So, ich will jetzt, wenn es geht, noch schnell eine gute Maschine bauen. Und zwar brauchen wir zweimal Autohammer, einmal Autosief. Autosief. Geht hier gar nicht. Zwei Eisenblöcke, ein normales Sieb. Müssen wir uns kurz ein paar Strings holen. Die Monsterfalle habe ich gerade wieder angestellt. So. Wie ging denn das? Also nicht. Wir haben ein Sieb, hätten wir eigentlich noch gehabt. Hier. Okay, dann bauen wir das nicht. Umsonst das Silk Mesh gebaut. Silk Mesh. Gut. Sieb, Eisenblöcke. Zwei Stück. Hehe. Haben wir doch. Brauchen wir doch gar nicht mehr, Mann. Hämmer brauchen wir zwei Stück. Ich brauche vier Pressure Blades, zwei Diamanthämmer. Und dann noch ein bisschen Eisen. Dann machen wir das wieder so. Zwei. Gut, dann brauchen wir etwas Lava. Die nehme ich jetzt mal von Lava Eimer. Die nehme ich jetzt mal von hier, wenn ich da dran komme. Tue ich nicht. Dann nehme ich die hier. Gut, Lava. Dann brauchen wir noch einen Eimer Wasser. Ich wollte eigentlich hier die Lava-Produktion machen. Also die neue Produktionsstraße. Die müssen wir jetzt aber hier machen. Also hier bauen. Habe ich jetzt F7 an oder nicht? Ja, scheint an zu sein. Dann brauchen wir davon noch welche. Gut, also. Dann bauen wir hier mal. Nein! War sehr intelligent. Erst sollten wir hier so bauen. Muss dahin, da runter. Davon müssen wir ja eigentlich gar nichts sehen. Hier kommt das hin. Hier kommt die Lava hin. Also Wasser hier. Lava da. Obsidian. Und Cobblestone. Gut, dann bauen wir da auch wieder eine Kiste hin. Ne, wir bauen ein Fass hin. Das ist eigentlich doof, dass ich das so hoch baue. Das müssen wir umändern. Ja, toll. Wasser eliminiert. Ist aber nicht so schlimm. Drin hätten wir gar nicht abbauen müssen. Wasser brauchen wir wieder. In Lava können wir nämlich nicht so gut schwimmen. Brauchen wir gar nicht.
Was machen wir da für eine Decke? Sagen mit dem Stein hier. Dann können wir nämlich den hier gleich mal ranpflanzen. So, ne, nicht hier. Hier müsste es hin. Ist ja nicht so schlimm. Ja. So, dann kommt hier aber wieder ein Limestone hin. So, Wasser, Lava. So, dann kommt hier ein Barrel hin. Aus dem Barrel wird rausgezogen in. Auf der Höhe den Autohammer Fass über Autohammer, dann kommt hier noch mal ein Autohammer hin, dann brauchen wir noch ein Autosieb, das kommt hier hin, und dann brauchen wir noch mal so ein Teil hier, Modular Storage. Das hier. Oh, nee, der Quarz. Das können wir bauen, wenn wir noch ein bisschen so bauen. So. Aha. Modular Storage. Ah, wir haben noch 9 Meter Dings da. Quarz. Eine Kiste haben wir auch noch. So, dann haben wir noch mal ein Modular Storage. Der kommt dahin. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich das mit Item Dings da mache. Conduits. Habe ich noch 4 Stück. Zumindest die Verbindungen hier kann ich so machen. Kann ich das da nicht reinmachen? Vielleicht geht es nicht, weil da keine Platte drin ist. Weil er noch gar nicht konfiguriert ist, sozusagen. So, dann müssen wir die Einstellungen kurz machen. Extract without Redstone. Insert. Insert. Und da kann man dann nicht. Without Redstone. Genau. Okay, dann brauchen wir eine Transfer Node. Pipes haben wir noch. Transfer Node nicht. Transfer. Ein Redstone Block. Stone Kiste. Das ganze Holz hin. Oh, ich habe das ganze Holz doch schon wieder verarbeitet. Kiste. Redstone Block. Kiste. Zwei Redstone und Cleanstone. So, wenn das nämlich alles funktioniert. Ach, das Fass hier ist voll. Nee, ist es nicht.
Weiß nicht, weshalb der das hier reingemacht hat. Das ist ein Transfer Note. Ein Fass brauchen wir. Dann machen wir noch mal ein paar Upgrades. MK brauche ich. Zäune. Zwei sind ein bisschen wenig. Vier kriegt man hin. Sind trotzdem ein bisschen wenig. 1, 2, 4 Holz müssen wir aufheben. Ein solches und ein aus Eisen. Dann kommt noch Void Upgrade, Obsidian und Pistons. Machen wir mal 10. Aber so viel Holz haben wir wieder nicht. Verdammt. Holz, Cobblestone haben wir auch nicht. Was ist denn da los? Und jetzt müssen wir noch ein bisschen Holz hacken. Sehr schön. So. Gestanden. Pipes sind 10 Volt Dinger. So, dass der Überschuss nämlich einfach dann weg ist. Hier sehen wir, da haben wir schon eins drin. So, jetzt kommt das Fass, das ich nicht dabei habe. So, jetzt kommt das Setup hin, was uns eigentlich dann alles ermöglicht. So, einmal hier ein Fass. Dann kriegt dieses Fass ein Upgrade. Kriegt noch ein Upgrade. Und kriegt das hier. So, 4. Nicht wegwerfen. So, hier kommt das hin. Das müsste jetzt auch gleich schon ab. Ah ne, ich brauche noch ein World Interaction Upgrade. World. Eisenspitzhacke und Lapis. Lapis kommt in die Ecken. User joined your channel. Moin. Guten Morgen. Höre ich dich gerade? Nein, du kommst direkt in die Aufnahme. Oh, na, das ist ja wieder wunderbar. Alles gut. Und es funktioniert. Ja, ich baue gerade meine Schmiede hier irgendwie um. Okay. Ich probiere. Ah, jetzt fehlt mir nochmal so eine Void Pipe. Muss man nochmal eine bauen. Ich will endlich mal durchgehend aus Cobblestone Dust produzieren und daraus das sieben. Ja, ich habe bei mir auch eine Farm da unten quasi hingebaut in meinem unteren Kreis. Muss ich grad, wie hieß das Ding, was ich gerade gesagt habe? Transfer Note. Ja, ich habe bei dir schon ein paar Mal reingeguckt. Das sieht alles interessant aus, was du da baust. Mehr so im Zweifel, wie sagt man? Irgendwas in der Not zusammengeschustert. So generell meinst du? Aber es funktioniert. Das ist die Hauptsache, es funktioniert. Ja, ich meine den Baustil jetzt so. Ach so, ja. Allgemein. Was gegenüber, gebaut wurde, fand ich eigentlich auch recht schön. Ach, von Shadow Getränkedienst. Ja,
Zumindest diese Japanisch angehauchte Mittelalter. Mittelalter, genau. Genau, den finde ich cool. Und bei mir wird es auch sowas Ähnliches irgendwann mal geben. Ja, man erkennt schon die Grundrisse der Burg. Genau. Und bei mir soll es auch eine Burg geben. So, jetzt gucke ich mal. Ach, da fehlt auch nochmal so ein Upgrade, oder wie? War ja spannend. Nee, da muss kein Upgrade rein. Kann man aus dem Fass nichts rausziehen? Aus dem Fass eine sehr gute Frage. Eigentlich schon, bräuchte es aber eine Liquid, also eine Liquid Transfer Node. Nee, nee, ich meinte aus einem Barrel in dem World Interaction Upgrade. Mit einer Transfer Node. Was ist in dem Barrel drin? Das sollte Lava rein. Warte mal. Lava rein kriegst du auf jeden Fall und Ah! raus kriegst du es nur mit einem. Ah! Nein, es funktioniert. Ich habe nur einen wichtigen Teil vergessen. Dreimal darfst du raten. Die Lava. Nein, alles da. Der Autohammer und so braucht Strom. Ach so, na ja, gut. Ohne Strom geht dann nicht, ist klar. Gut, das heißt, wir müssen noch mal ein paar Solarzellen bauen. Das machen wir aber in der nächsten Folge, weil diese Folge ist schon wieder vorbei. Ach Mensch, ich dachte, ich krieg das hin. Ich habe aber endlich mal den Weg in die Zivilisation geschafft. Oh, die hast du die 12 Obsidiane gebaut, ja? Ja. Sogar eine Auto-Obsidian fahren. Also zumindest fast Auto. Also bei mir ist es auch so weit automatisch, dass ich bloß noch hingehen muss, die Dinger rausnehmen muss. Das passiert bei mir in der Kiste. Ich muss nur am Anfang Cobblestone in die Kiste legen. Na gut, ich mache meins mit Beryl, weißt du? Ja, ich habe dasselbe auch gebaut. Gut, also dann war es das von dieser Folge. Hier fehlt wieder die Lava, die muss ich irgendwann wieder zurück tun, damit der Cobblestone-Generator wieder funktioniert. Aber es sieht schon ganz gut aus. Und Glas brenne ich gerade noch einen Haufen, brauchen wir nämlich auch noch. Gut, also nächste Folge kommen hier noch ein paar Solarzellen dahinter. Und dann haben wir da eine Autostraße von Cobblestone zu Gravel. So. Verdammt, da fehlt noch ein Hammer. Von Gravel zu Dust und von Dust zu Sand. Da fehlt noch ein Autohammer. Verdammt. Umgekehrt von Satz zu Dust. Ja, aber es Oder? fehlt trotzdem Hammer. Ich brauche drei Hämmer. Kann das sein? Sieht ganz so aus. Egal, das machen wir die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.